Ja, dann der Dünger und dann Dings drüber. Eigentlich. Der, die Saat. Da bin ich mal gespannt. Aber da haben wir doch nicht. Das sind doch 100 Kilo. Ich glaube nicht, dass es hier reicht für. Außerdem hat eine Range, das sonst könnte natürlich sein. So, das war mal einfach mal geradeaus weiter. Weites geht geradeaus. Jetzt müssen wir eine gerade hinkriegen, halbwegs. Na! Ist der Trecker. Eines Tages auf dem Schaffen mit einer Mod und GPS-Code-Dinger. So wie beim LWS. Was heißt denn eigentlich Autofahrt? Da werden die Felder ja abgemessen und alles. Und dann sind die GPS-Gerät am Server, fährst du den Kunden noch ab. Gibt's auch. Oder fährt das im Grunde sogar fast automatisch? Fährt automatisch oder gibt's einen Haufen Scheiß? Aber der ist jetzt gerade Bullshit. Hallo. Wie viel da am Arsch geht. Ich will fünfmal fahren. Und Hardcore kultivieren. Oder dann zweimal drüber fahren an die Stelle. Und die Hälfte machen. Das ist ineffizient. Das kostet Zeit. Jetzt war da ein bisschen das Überzieher. Okay, von mir aus. Das war wirklich safe. Alles haben, aber. Wenn der halbe Träger drin steckt. Ja, da vorne sieht man es nämlich. Hier fällt der Schlenker. Mr. Trecker, ich sag's ja nur, ne? Ratten sind jetzt aus. Jetzt wird sie noch kündigen. Wollen die weiß man verkaufen oder Palder, ne? Irgendwann später. Wahrscheinlich so Erinnerungsstück, ne? Ein früher. Ist der denn? Ja, irgendwo eine Scheune abstellen, so. Nein, mein Haus irgendwann noch einer. Ich weiß, man kann Solarpanel drauf machen, das ist natürlich ganz geil. Ja, wir fahren dann abends im Bauhaus, wenn wir das Feld hier fertig haben. Jetzt kann er was essen. Dosenmilch. Zweimal Eier, weil ich weiß, ziemlich einzige Ernährung, aber. Das anscheinend wichtig ist. Egal. Flüg Kultivier 74. Und weiter im Text. Geerntet 0,02. 0,02, Bruder. Ganz komisch. Eigentümer, du. Ah, danke schön. Was ist denn das gewesen? Was soll das denn sonst sein, Mann? Irgendeine andere Affe, die ich mal hinkriege, ihre eigene Hütte in Stand zu halten, oder was? Check Beer. Was nennst du ab, So. Replika von John Deere. Jack Beer. Ich kann mir gut vorstellen, aber das eigentlich ziemlich ganz gut passen. Jack Beer. Das rare Whisky, man. Ach nun, im Fachmarkt. Dankeschön. Ach, wir haben es gleich hier was von Maschinen. Ah, es ist immer am Anfang, es war es halt wohl aber so. Hast du geschuftet und geschuftet, geschuftet, ein bisschen vorausgekommen. Und dann, wenn es mal so ein bisschen gelübt hat, das Ganze, ne? Deswegen auch die Hühner ganz wichtig. Der Hahn, keine Ahnung, wir haben halt einen jetzt. Einfach so aus Tradition heraus. Vielleicht ist das sogar einen guten Schuss gegen fremde Tiere oder so. Nice.
Ja, auf jeden Fall, wenn wir uns dann noch mehr Hühner holen, haben wir dann noch mehr Eier, können daraus noch mehr gekochtes oder Dosennahrung, schmackhaft mit höherem Nährwert. Ne, machen. Können die wiederum verticken, haben dann noch mehr Geld, dann modifizieren sich die noch schneller wieder. Alles im Steamforum dachte mir so, hä, hier sind die Klonen, hä, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich sage, man hat nichts verarbeitet, selber Zoll, Bruder, selber Zoll, ich sag's ja nur, ich kann nur fragen. Ich finde scheiße, wenn ich nur noch selber füttern muss, das fehlt mir ein bisschen. Finde ich ein bisschen doof, muss ich zugeben. Mod-technisch ist es halt auch noch nicht unterstützt, aber naja, vielleicht kommt ja noch anders, mal gucken. Warte, ich sollte mal vielleicht auch auf Nexus Mods schauen, vielleicht finde ich da eher was wie auf Steam. Da habe ich schon mal was. Auf Nexus Mods nach. Doch, doch, hört sich nach einer intelligenten Idee an, Mr. Poggi. Ach, wir ziehen das auch gleich wieder mit, gerade aus meiner Zusammenkresse hin. Ist ja geil. Außerhalb. Uff. Ich glaube, das waren die 0,02 Grad da. Stimmel dir noch dran sind. Ja, wird langsam das rechte Bock. Sprit hebt aber. Haben wir jetzt noch Samen drüber? Und dann gehen wir mal kurz ins Bauhaus. Oder wir bringen erstmal die Sachen hier weg, bevor wir ins Bauhaus gehen. Ne? Sind dann wir noch 3000 irgendwas Kilo. Komm, raus mit dir. Jetzt müssen wir mit den Mädels reden und alles und hier alles Vordermann bringen. Ist da nicht irgendein Turnier oder sowas? Ist also morgen. Was auch nicht was? Drohnenwettbewerb. Weiß nicht. Können wir weiter zurück. So. Genau. Abkoppeln. Müssen wir erstmal ums Feld kümmern, ne? Wir können hier nicht immer rumblödeln. Das geht ja nicht. Wäre ja zu schön. Wäre zu schön. Noch kommen. So. Düngerauflage mit Dünger befüllen. Ah, das geht hier nicht. Ja, klar, logisch. Schade, dass man die nicht aktivieren kann. Finde ich schade. Echt Zugreifer. Ist eigentlich ein bisschen dumm. Jede Maschine müssen wir aktivieren, nur die SE-Maschine nicht. Kultiviert 99,99%. Okay. Okay, jetzt können wir hier schnell drüber fahren. Schon mal ein Vorteil. Ach, das Schönste. Wir sehen, es geht so schnell. Der Rasen von dem ist auch noch ein bisschen nervt. Wir gucken aber mal kurz eins, wenn wir gerade schon hier sind. Nach unserem Gewächshaus. Wenn wir das Tief Gewächshäuser haben, ist doch nervig. Wachst, meine Kinder! Up,
Kriegen wir das richtig hin? Ja, das sieht ganz gut aus. Feuer! Wenn ich zweimal drüber oder Löcher drin habe. Hässlich. Da will ich schon, was ich mit euch rede, ne? Weil, wir sind jetzt Juli lang am Feld bearbeiten. Ich sag's ja nur. Sehr lange. Da ist natürlich der Fall vorhanden, dass man da ein bisschen die Sprache braucht. Politische Themen möchte ich gerne zur Anreise, anders haben wir auch schon gesprochen. Ich habe ein recht spannendes Leben, ne? Gut, wir suchen ein Haus. Haben wir auch schon gesagt. Oder eine Wohnung. Wobei, könnte viel erledigt haben. Ja, da müsste man mal was anfragen. Weil da ist ein Objekt, ein interessanteres. Ah, das war so geplant. Scheiße. Verlängt. Könnte, ist zwar eine Wohnung, aber Garten ist von ist vorhanden und es ist ein Dings, da sind 5 Zimmer, 5 Halbwarns, glaube ich. Der Preis passt auch. Und im Favorite Ort. Ganz gut ist. Und weiter. Hey. Nice, morgen mal kurz das Auto machen und dann abschicken. Gucken, was die meinen dazu. Ich habe ja schon 6, ne? Notarkosten halt wieder. Gut, erstmal würde ich erstmal nichts machen, weil die sieht 20 ganz echt super aus. Ganz aufbauen, Adam. Elektrisch her. Da ist ein Kamin drin. Das war ja Deko-mäßig, aber ist ja egal. Ich will das Feld fertig haben. Ich will auf die Veranstaltung. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Boogie, das ist der einzige Abwechsel, den es im besten Spiel gibt. Echt, der Scheiße. Und schon mal so nett wohnen. Und davor ist ein Garten, der gehört einem, der gehört dazu. Das halt natürlich auch geil ist. Ja, echt sexy ist vor allem. Aber das ist ja echt keine Frage für meine Freunde. Müssen wir zum anderen Landmaschine. Verkehr und schau, was das für Maschinen technisch hat. Wenn es halt jetzt nur noch die gibt, das wäre halt ja, etwas wenig. Das Spiel selber hat sich vom Gedanke her cool gemacht. Auch was die Dings betrifft, die Sachen wieder herstellen, bauen und so weiter. Ja. Nun muss man dann jetzt, Stand jetzt, für den Preis, wo ich es gekauft habe, ja, geh mal. Mal gucken, was da noch alles kommt. Ja, ich habe schon gesehen, man kann auch eine Olle finden und Kinder machen und so, aller Stardew Valley. Ja. Wollen wir mal abwarten, ob sich das lohnt, rechnet. Weil das ist für mich jetzt nicht das absolute Highlight. Ich hätte halt ein paar Landmaschinen mehr. Weil die Uhr, man am Ende gesehen haben, machen schon wenig. Aber vielleicht gibt es im anderen noch andere. Lass mal gucken. Also im anderen Hersteller, ne? Oh, 2 unterschiedliche Träger, da gibt es 3 Stück insgesamt im ganzen Spiel. Ist okay für Stether, ne? Wobei man wieder sagen muss, prinzipiell, das hatten wir damals nichts außer gehandhabt. Beim LWS, das wir eh nur eingekauft haben, den wo wir als am effizientesten fanden. Gut, was mich beim LWS cool ist, ist noch das Holzfällerteil. Da bin ich einfach drauf abgefahren. Finde ich cool. Aber ich war halt vom 17 auf den 18er aus, glaube ich, was enttäuscht war. Ja, auf 19er. Weil, war halt nur hochgemoddet. Da waren alles drin, was wir im Dings auch drin hatten. Okay, außer das HD-Pack. Das hat man da drin. Und ja, in der Map waren wir im Zug halt, aber. Ja. Ist jetzt nicht so der Shit gewesen, meiner Meinung nach. Und was auch schlimm ist, bei Newton kommt irgendwann dieses Jahr raus. Release-Termin, RIP.
Was echt schade ist. Ich habe mich so drauf gefreut, meinen Collectors Block jetzt endlich mal zu kriegen. 120 Euro. Aber ich will sie. Ich sag's dann euch. Sind nur Fragen. Wie der Scheiß mit ein- und ausschalten muss, ist auch doof. Seemaschine. Das ist ein paar Punkte, ja. Aber guck, ich weiß nicht, kommt update-mäßig noch was? Weiß jemand was? Bis jetzt ist es ein Vollpreistitel. Also er ist Vollpreis, ja, keine 60 Euro, aber ne, ist aus dem Early Access draußen. Aber dann kriegt ihr noch Update. Wer weiß. So, nächste Bahn. Jetzt haben wir es gleich. Was sagt's, Zeiteisen? 16:05. Uff, dann brauchen wir da nichts mehr schaffen. Ich weiß nicht, was wir machen können, ist dann noch den Träger sauber zu machen. 4 Kilo auf das Stück, du Bruder. Und da müsste ein bisschen weniger verbraucht werden eigentlich. Ja gut, drüber war eine ganze Ordnung beim Flügel, der natürlich dann ein paar Prozentpunkte ausgemacht habe. Das weiß ich nicht. Einfach eine ganze Vollgasgabe, ne? Einfach drüber. Ah, schau richtig so, geht am schnellsten, ne? Bevor man abbremsen alles. Sauber aus oder Wendemanöver ein, leider. Und dann gib ihm. Weiß, 99,08. Ich doch. Ja. Yep. 75 Kilo. 100 Kilo kommt man nicht bei, brauchen mindestens. Also verbraucht 25, 225 plus die 60, 285 Kilo. Mächtig. Einiges. Für die, für, was war das jetzt für eine Größe? Kleineres auf jeden Fall. Dann bringen wir noch die Dings weg. Den Raps und alles, ne? So, Seemaschine leeren. Dann brauchen wir den Kollegen da drüben. Und mit so einer Deichsel zu fahren ist halt echt schwer. Also, ja. Weil es eigentlich reichen müsste, wenn wir so hinten dran fahren, weil die Deichsel kannst du in aller Regel eigentlich drehen. Okay, oder nicht? Was mach ich da? Bin ich dumm? Ach, Boogie. Brainless grad. Echt, jetzt muss ich so grad kommen, wie es noch geht, oder was? Jetzt hat er's. Okay, dann schon mal nicht so beschissen, das ist viel zu aufwendig. Deichsel ist ja, kann schon ein riesen Arschloch sein. Also mit einer Sonderdeichsel da zu wenden, rückwärts zu fahren. Oh Gott, das muss ich schon 500 Sack denken. Hat ja nichts für mich. Das passt. Okay, war nur noch die Fuhre. Perfekt. Feuer. Anhänger
hier mache ich definitiv jetzt nicht. Das wäre dumm. Sehr, sehr dumm. Cube, cube. Ich denke mal, wir können jetzt herkommen und das Ganze hier abändern. Das wäre natürlich cool. Sag's Zeit also. 16, 17 Uhr gleich wieder. Ja, fahr da vorbei, mach da mit. Nee, ich hab keinen Bock. Ich will bauen, will umbauen, will renovieren, mehr Felder kaufen. Ja, cute, cute. Und wir fahren nicht extra runter, weil es ein paar Euro mehr gibt, weil es rechnet sich nicht. Fahren wir mal Raps dabei, die wollen Mehl. Ein größeren Hänger oder so wäre es cool. Da ist auf jeden Fall fett. Erstmal wieder das Ding. Du wirst natürlich mit der Photovoltaikanlage noch Geld verdienen würden. Die bräuchte ich wahrscheinlich eine Weile im Spiel, bis sie sich abbezahlt hätte. Lichter? Ja, können wir mal anmachen. Das Peaks hier anscheinend werfer. They see me rolling. Der Demon. Wisst ihr, wie es mir gerade geht? Also nicht langweilig, aber es muss man sagen, ich bin hier schwer unterfordert, ja. Guckt euch mal an. Guckt mich mal an, ne? Mein Bein könnte da reinkommen einfach. Links und rechts über die Beine los, könnte man arbeiten, könnte Rente kassieren. Es wäre so einfach das Leben. Yo, tü. Sie wollen wieder. Kappäuchen machen mit dem Zolligang. Die kommen auch wieder ein Roster, ne? Ich kann ja nur fragen. Ja, komm, ein paar Euros da mal. Wenn wir ja nur deswegen die Dings genommen. Das Getreide, weil wir das noch auf Lager hatten. Jetzt brauchen wir Geld dafür ausgeben. 2,7 werden vorher 500 oder 2,1. Ich bin aber nochmal voll. Nicht schlecht. Zieh mal das Farmarbeit bringt, Baby. Dann könnt ihr euch reich werden und noch mehr. Fertig schon. Na, gucken wir irgendwo einen Hahn haben. Ja, cool. Können wir am Wernerfahrt einfach heben? Geht das? Jeha! Ja, bevor uns die Sonne. Ja, Spritverbrauch rippt, ne? So ist nicht. Aber. Super Sonnenschutz. Muss schneller sein wie der. Als der. Hey, pass auf! Wie ist der langsam? Was willst du sein? Schneller als er. Ich teste jetzt mal. Halt, wir speichern mal kurz zwischen. Ich will es nur wissen. Es ist für die Wissenschaft, ne? You know? Information gespeichert. Das steht von Fehlermeldung und sterbe. Uff. Ich sehe nichts. Also, ich denke nichts. Das ist was hinter uns wäre. Ja, alles noch dran. Schau dann schön brav hinterher, so ist gut. Halt Sicherheitsabstand, Mann, ey, und ich raste ja aus, ne, mit meinen Demon-Leuchten hinten. Und ich hab auf Opera umgestellt. Auf Opera GX, um genau zu sein. Voll geiles Ding. Ein paar Sachen stören mich da ein bisschen. Dass man einen Tab rausziehen, wieder reinschiebt, dass dann da noch ein Fenster offen bleibt. Ist ein bisschen assi. Mit weggehen. Aber mal gucken, vielleicht fixen die ja irgendwie dann noch was. Na, mal schauen. Ich werde etwas hungrig. Was denn? Alter, los, was zum Essen, ey. Bist du verrückt oder was? Jetzt mal gucken, wo wir Dinger jetzt herstellen.
So, das müssen wir dann erstmal noch befüllen. Für morgen. Wenn das hier geht, gut, dann tanken wir halt hier. Sehr schön. Dann gucken wir mal nach, wie es uns im Hahn geht. Ich hoffe, wir sehen den auch. Von der Katze habe ich noch nicht viel mitgekriegt. Kommt, der greift uns an, steckt uns ab. Yo, Bro, was geht? Du machst hier eine fette Magger, ey. Läuft bei dir, Digga. Lass mal dein Booty sehen. Wuhu! Nice, hat was. Pass mir auf die Chicks auf, ne? Was mache ich, das Biene-Ding? Kann man das ernten oder so? Wie sieht das aus? Ja, wurde zu tun. Ich mal abwarte. Was geht aber ab? War gerade Katze? Wartet mal kurz. Bin gleich wieder da. Sekunde. So, da sind wir wieder. Verdammt, Katze, du bist ja auf dem Karton noch ein bisschen rumkratzt. Alles gut. Ach Gott, oh, das hört mich und dann immer so richtig. Ne? Kann ja mal vorkommen. So, dann werden wir hier mal noch gesehen. Ach, das Ding da. Müssen wir kaufen. Uiuiuiuiuiui. Auch du musst weg. So, danke schön. Dann muss man hier auch noch kurz mal saugen. Passen Sie mal wieder auf. Passen Sie mal auf. Muss ja saugen bei Ihnen. Danke schön. Oh, wir können aber hier noch schön. Genau. Metall. Hallo. Dankeschön. Ach, das war schon. Gut. Ich bin noch gar nicht fertig gemacht. Uff. Sieh mal einer an. Aber interessant, wie lange das Metall hebt, ne? Ich will es ja nicht mal gesagt haben. Ich will nur fragen, ja? Vor allem einfach anklatschen, mit den ganzen Maschendraht abmachen, die Rohre abschleifen, frisch verzinken und alles. Puh, ist ein bisschen mehr Arbeit, wie nur so ein bisschen drüber gehe, mit Metall so festbolzen, ne? Ich sag's dann nur. Oh, ist richtig lang. Was ist das eigentlich? Muss ich nie verstehen, Natter? Oder war da mehr kaputt? Eigentlich nicht. Sieht ganz gut aus. Scheiße, wenn er aus rumlaufen kann oder drüber springen könnte. Das wär's halt. Doch. Hallo, lass mich vorbei. Fliegen Bienchen rum. Läuft. Ja, passt aber. Randommäßig noch was gefunden, weil wir auf Schwuppe ran sind. Sehr gut. Manche Sachen sind halt echt schwer noch zu sehen. Ja, das ist normal, das geht immer durch. Das ist völlig Standard. Farbe und so weiter war toll. Putz müssen wir uns kaufen. Da kommen wir auch noch kurz ein bisschen Rasen mehr. Zack. Da ist der Hof eigentlich erstmal fertig und dann kommen wir zum restlichen Deko kümmern. Und vielleicht, wir haben eigentlich morgen Zeit, ich mal auf den Drohnenwettbewerb da, ne? Machen wir das morgen. Müssen wir was anderes noch mitkriegen. Mal schauen, wie das abgeht und wie man mit Drohne so fliegen kann. Wahrscheinlich ist man besser, wenn man sich eine eigene Drohne kauft, aber da muss man so ein Typ dafür Geld ausgeben. Das sehe ich jetzt gerade so nicht ein, weil es eher so nice to have.
Dann gewinnen wir es lieber beim nächsten Mal. Ich hab ja auch, gibt's ja eigentlich Jahreszeiten, wäre ich nur allzu logisch. Komm, mach mal sauber da bitte, danke. Meh, machen wir nicht. Gut, und dann kommen wir noch kurz noch zum Gewächshaus. Kann ich sowas eigentlich nur übersehen? Das gibt's doch nicht. Wir gucken gleich nach Gewächshaus, tut mir leid. Aber mich nervt das hier. Weil jetzt ist alles so schön gemäht und hier ist immer noch so Müll und kann ja nicht da sein. Verstehe ich darum, ja. Egal, ich stelle hier keine Fragen mehr. So, mach das mal weg, jetzt aber. Da ist ein Garder und da kommen wir direkt auf den Hof fahren, das ist so doof. Paprika, was haben wir da drüben? Wassermelone, ne? Passt. Ja, soll mal noch wachsen. Was sagst du, Zeiteisen? 19.10 Uhr. So spät ist es gar nicht. Hochstatistik. Zu düngen. Ich muss düngen. Enten, Tauben, Hühnerfutter, Mist gelagert. Eine Tonne. Wir hatten das Ding. Was so ein Gülleteil, ne? Wenn deine Tiere Gülle erzeugen, wird hier gelagert und ist jetzt Jünger zu finden. Du brauchst eine entsprechende Streumaschine für dieses. Für diese Ausgabe. Okay. Interessant. Gülleverteiler, geht es mit dem? Wir sind echt Dünger, okay. Bin ich jetzt ein bisschen surprised? Ja, war ein ganz guter Plan. Ich könnte eigentlich noch vorbeifahren. Was das gerade ist, weiß ich nicht. Eigentlich müsste man das ja mit dem befüllen können, theoretisch, ne? Das war's schon. Düngen beginnen. Ich sehe es aber in die Gamme, wenn ich drüber fahre, gehen die nicht kaputt? Ich frag jetzt nur. Müssen wir uns schon gerne mal erstmal bei E, nur beim einem fällt das Risiko ein. Dann stehen wir mal weiter. Okay, deswegen hat aber eine die Mega Range. Das ist aber nicht viel. 89,5 war das vorher auch schon. Auf jeden Fall wird es nicht weniger, das war schon mal gut. Aber das reicht ewig nicht aus.
1000 Jahren reicht es, ne? Dünge raus. Boah. Füll es im eigenen Lager wieder auf. Ha, 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 der war gut.